Hallo Leute, heute möchte ich mit Hartmut euch die strategische Übersicht für Bold Action vorstellen. Hartmut hat ein Regelwerk erarbeitet und auch das wurde auch schon überarbeitet und auch mehrfach getestet, um eine strategische Übersicht für Bold Action zu schaffen, eine Kampagne selber zu spielen und zu entwickeln, gegebenenfalls auch mit mehreren Spielern und natürlich auch unterschiedliche Spiele in Bold Action miteinander zu verbinden. Vielleicht habt ihr schon von dem Combined Arms von Warlord Games gehört. Grundsätzlich wird das wahrscheinlich ähnlich funktionieren, aber zum aktuellen Zeitpunkt ist das noch nicht rausgekommen. Das Regelwerk, was wir euch heute vorstellen, das könnt ihr auf der Seite vom SideQuest Store runterladen, kostenlos. Und ich schreibe es auch nochmal unten in die Videobeschreibung rein. Wir fangen mal damit an, worum es überhaupt geht, beziehungsweise was man erstmal für dieses Regelwerk braucht. Natürlich könnt ihr das Regelwerk, wie gesagt, kostenlos runterladen und darüber hinaus braucht man natürlich jede Menge Armeen und Figuren. Wie groß sollte die Punkteanzahl bzw. die Armee denn pro Seite sein, damit man sagt, okay, mit deinem Regelwerk zu spielen macht Sinn? Ja, als ich dieses Regelwerk erstellt habe, habe ich natürlich im Sinn gehabt, dass man mit großen Armeen aufeinander trifft und die normale Bolt-Action-Armee, 1000 Punkte, ist dazu klein. Also man sollte mindestens 2.500 Punkte zur Verfügung haben. Man kann die sich durchaus auch mit mehreren Freunden aufteilen, dass jeder seine Armee auf eine Seite zur Verfügung stellt und alle zusammen als Alliierte dann halt auf die 2.500 Punkte kommen. Man kann auch durchaus größere Armeen machen. Wir haben schon Spiele mit bis zu 6.000 Punkte pro Seite gemacht. Da ist keine Obergrenze. Es sollte aber halt nicht zu klein sein, weil man muss ja mehrere Platoons aufstellen können, weil man will ja nicht nur ein einzelnes Gefecht machen, sondern man muss ja eine ganze Frontlinie abbilden können. Also 2.500 beziehungsweise 2.500 pro Seite wohlgemerkt. Pro Seite. Na? Gut, und wie ihr auch schon gerade gehört habt, braucht man das nicht zu zweit spielen. Man kann es mit mehreren Spielern spielen, also mit 4, mit 6, mit 8. Du hast schon Kampagnen gespielt mit 4 und mit 6 Leuten, richtig? Ja, wir spielen im Moment eine Kampagne mit 5 Leuten, aber wir hatten auch mit 6 Leuten schon mal eine Kampagne gespielt. Da ist es eigentlich nur die Frage, wie man sich abstimmt. Es sind immer zwei Seiten, die gegeneinander antreten. Das heißt, man muss sich irgendwie so aufteilen, dass die Armeen gleichwertig sind von der Startpunktezahl. Aber die Anzahl an generellen pro Seite ist frei. Gut, also ihr braucht natürlich 2 bzw. 4, 6 oder auch 5. Ungerade Zahlen gehen natürlich auch. Dann spielen auf der einen Seite halt nur 2 Leute, die sich die Punkte aufgeteilt haben und auf der anderen Seite zum Beispiel 3, wie es bei Hartmuts aktueller Kampagne ist. Dann schaut ihr, wer welche Seite spielt und als nächstes geht es in die Platoons. Hartmut, kannst du mal erzählen, was es mit diesen Platoons, die ja im Regelwerk genauer beschrieben sind, auf sich hat? Ja, damit ein gewisses Balancing vorhanden ist, gibt es grundsätzlich 3 verschiedene Platoons. Das eine ist ein reines Infanterieplatoon, dann gibt es ein Tankplatoon, was speziell für gepanzerte Fahrzeuge vorgesehen ist. Und dann gibt es noch ein Luftlandeplatoon, was halt Infanterie mit Absprungfähigkeiten ist, wie britische Airborne zum Beispiel. Jedes dieser Platoon hat eine Punkteobergrenze von maximal 600 Punkten. Das ist ein wichtiges Element, damit man weiß, okay, in diesem Platoon sind maximal 600 Punkte drin. Und wenn 2 Platoons einem entgegenkommen, dann weiß man, es sind maximal 1200 Punkte. Also da hat man so ein bisschen die Möglichkeit abzuschätzen, welche Truppen man dem entgegenstellen muss. Und man wird nicht so schnell überrannt. Von daher ist die Obergrenze bei 600 Punkten gesetzt. Gut, dann habt ihr praktisch eure Platoons gebildet. Und als nächstes geht es darum, wo kämpft man denn überhaupt? Und in dem Regelwerk ist das total offen. Ihr könnt praktisch Karten nehmen, wie ihr wollt. Ihr könnt euch bei Google Maps was rauskopieren. Ihr könnt eine alte Landkarte nehmen. Und ihr könnt natürlich dort kämpfen, wo ihr wollt. Was euch natürlich auch die Möglichkeit gibt, gewisse Schlachten nachzustellen und vielleicht einen anderen Ausgang zu finden. Was für Karten hast du bis jetzt immer benutzt oder wo hast du die her? Ja, ich habe zu Beginn in den Testspielen habe ich mir eine Wanderkarte geholt und einfach aus der Region, wo ich wohne, die Umgebung bespielt. Man kann auch bei Google Maps sich durchaus Kartenausschnitte machen. Wir haben hier vom Raum um Bremerhaven bei Google Maps eine Kampagne gespielt.
Die aktuelle Kampagne spielt im Moment eher an der Ostfront. Da haben wir den Bereich um Leningrad als Karte gewählt. Aber in einer Kampagne haben wir auch eine völlig frei erfundene Karte uns erstellt. Dort haben wir mehr ein Inselszenario bespielt, wo wir dann einfach eine Karte, großes Wassergelände mit verschiedenen Inseln selber uns kreiert haben. Also welche Karte ihr nehmt, ist absolut offen, aber die Wahl der Karte ist schon sehr spielentscheidend, weil je nachdem, wo ihr kämpft, mit welchem Trupp ihr wo steht, kann das Auswirkungen auf die Karte, auf das Spiel haben, auf jedes Einzelne und natürlich auch auf die strategische Position, die ihr habt. Ich glaube, du hast auch festgestellt, dass es Sinn macht, nicht eine physische Karte zu nehmen, weil das dann ja immer aufgebaut bleiben muss, sondern in eurer aktuellen Kampagne habt ihr es, glaube ich, sogar digital, richtig? Genau, das war eine der Optionen in dem Regelwerk, dass wir gesagt haben, man kann auch die strategischen Züge digital machen, an einer digitalen Karte. Da hatte sich dann angeboten, aus Google Maps halt eine Karte herauszunehmen, wo man sich dann in Skype oder in anderen Programm trifft und zusammen chattet und dann die Züge online auf einer Karte macht. Man kann aber auch durchaus eine physische Karte nehmen, wie die Wanderkarte, die ich bei mir auf dem Dachboden ausgelegt hatte, um dann sich dort immer regelmäßig zu treffen für die strategischen Züge. Die muss natürlich dann auch dort verbleiben. Also eine Kampagne ist ein Spiel, was sich durchaus über mehrere Wochen oder Monate hinziehen kann. Ich finde, das hört sich richtig spannend an, vor allem, weil ja auch die Optionen und die Voraussetzungen dafür sehr, sehr flexibel sind. Also wenn ihr Bock habt, irgendwie da was Bestimmtes zu machen oder irgendwas zu spielen, dann bietet euch dieses ganze Regelwerk und dieses Konzept viele Möglichkeiten, an ein paar Stellschrauben zu drehen, um das auch so hinzudrehen, wie ihr es haben wollt. Jetzt schauen wir doch mal in den präzisen Ablauf. Also wir wollen nicht alle Regeln durchgehen, dafür könnt ihr euch das Regelwerk gerne selber einfach runterladen und reinschauen. Aber wir wollen mal in so eine Runde reinschauen, wie der Ablauf denn genau ist. Zunächst mal ist man auf der strategischen Übersichtskarte und was beschließt jetzt jedes einzelne Team, was da gemacht wird? In dem Strategiemodus wird nach dem typischen Bolt-Action-Prinzip halt ein Würfel aus einem Beutel gezogen und damit wird bestimmt, wer gerade die Initiative hat. Und dann bewegt man auf der Karte die Platoons, so wie sie sich bewegen dürfen. Und das wird so lange gemacht, bis alle Platoons sich bewegt haben. Dann wird geguckt, welche Platoons stehen beieinander und greifen in eine Schlacht ein. Und dann wird für jede Schlacht, die aus dieser Strategiephase entstanden ist, eine Tabletop-Partie gespielt, wo dann die Schlacht entscheidet, ob die Platoons auf der Strategiekarte stehen bleiben oder sich zurückziehen müssen, ob nur einer sich zurückziehen muss oder beide. Und es werden natürlich dann auch die Verluste notiert, sodass dann die verbliebenen Platoons den nächsten Strategiezug mit den Einheiten starten müssen, die nach der Schlacht übrig geblieben sind. Nach der Schlacht wird sich ja natürlich getrennt und da ist es, glaube ich, so, der Verlierer muss sich zurückziehen und der Gewinner hat praktisch das Schlachtfeld erobert, richtig? Genau. Bei einem Unentschieden ziehen sich beide zurück, aber wenn klar ist, wer aus der Bolt-Action-Partie der Sieger ist, der bleibt stehen und der Verlierer zieht sich zurück. Und auf der Strategiekarte gibt es halt dann auch gewisse Punkte, die man vorher festlegt, die es zu erobern gibt, und wenn man am Ende nach der Strategiephase und den stattfindenden Schlachten bestimmte Punkte kontrolliert, erhält man einen Siegpunkt und diese Siegpunkte werden dann notiert und dann startet die nächste Kampagnenrunde wieder mit der nächsten Strategiephase und so kämpft man sich quasi von Runde zu Runde fort und versucht Punkte zu halten und damit Siegpunkte zu generieren. Zum Ende der Runde wird noch geguckt, wie es mit Verlusten und Nachschub ist. Nur weil jemand in der Partie gestorben ist, heißt das nicht, dass der Trupp nicht wiederkommt, richtig? Ja, es gibt nach den taktischen Schlachten eine gewisse Chance, dass auch verlorene Einheiten wieder rekrutiert werden können, sodass dem Gegner unklar ist, das, was er in der Schlacht geschlagen hat, ist das aus dem Spiel raus oder taucht das wieder auf? Das ist ein gewisser Unsicherheitsfaktor. Mhm. Man kann sich nur darauf verlassen, dass die Obergrenze von 600 Punkten, dass die nicht überschritten wird.
Aber man kann sich nicht sicher sein, dass die Verluste, die man dem Gegner zugefügt hat, dass sie auch als Verluste nicht ersetzt werden. Es kann immer wieder zu einer Überraschung kommen, dass, wie es bei uns in einer Kampagne passiert ist, der abgeschossene Panther dann doch wieder auftauchte und sehr viel Randale gemacht hat. Und dann rechnet man in dem nächsten Spiel nicht mehr mit ihm, aber erst plötzlich doch wieder da, der genau. Panther. Aber grundsätzlich spielt man so ein Spiel dann ja auch ganz anders als eine normale Partie, weil man ja alle Trupps mit ins nächste Spiel nehmen möchte eigentlich. Ne? Also da ist man dann wahrscheinlich ein ganzes Stück vorsichtiger als in so einem Singleplayer-Spiel, wo man einfach mal auch einen Trupp opfern kann. Ja, und das finde ich halt besonders interessant. Das Spielfeeling ist aus meiner Sicht etwas ganz anderes, weil man halt wirklich gucken muss, welche Truppen brauche ich vielleicht noch und sollte ich alles auf eine Karte setzen, um einen strategischen Punkt zu halten oder lasse ich lieber meine Einheiten geschützt, weil ich sie für die nächsten Züge noch dringend brauche. Das ist eine ganz andere Art, wo man dann über seine Taktik nachdenken muss, wie man agiert. Das finde ich doch sehr interessant und ist für mich persönlich ein absolut anderes Spielfeeling, als wenn man einfach so eine Board-Action-Partie spielt. Es ist nur der grobe Rahmen für so ein umfangreiches Spiel, wo man sehr, sehr viel verändern kann und das so gestalten kann, wie man möchte. Du hast ja auch noch Optionen niedergeschrieben, um das mit Blood Red Skies oder Cruel Seas zu kombinieren. Kannst du dazu mal was sagen, wie das im Groben dann funktionieren kann? Ja, das Regelwerk ist so aufgebaut, dass es halt die Basisregeln gibt und dann habe ich verschiedene Optionen. Dass man unter anderem halt nicht nur Bolt-Action-Partien spielen kann, sondern dass man auch Seeschlachten mit Victory at Sea oder Luftschlachten mit Blood Red Sky spielen kann. Auch die Ergebnisse von diesen Schlachten nehmen wieder Einfluss auf die strategische Karte, so dass man halt wirklich hier mit allen Waffengattungen auch zusammen agieren kann, aber nicht muss. Es ist eine Option, die man sich vor dem Spiel überlegen kann, ob man diese Option anwählt und bespielt oder ob man sie halt auslässt. Aber es ist die Möglichkeit, halt auch mit kombinierten Waffensystemen diese Strategiephasen zu bestreiten und dann jedes einzelne Spielsystem am Tabletop-Tisch zu spielen. Das kann natürlich für eine riesengroße, epische Schlacht sorgen, was man sich da alles zusammenbasteln kann. Hartmut hat noch Optionen für Erweiterungen hinzugefügt. Wir wollen nur mal eben auf zwei eingehen, nämlich zum Beispiel auf Erfahrungspunkte oder Spezialeinheiten. Manche kennen ja vielleicht das Tank War-System von Warlord Games. Dort fand ich sehr interessant, dass es auch ein Regelwerk gibt, dass Panzereinheiten Erfahrungspunkte sammeln können. Auch dies habe ich hier als Option integriert, dass halt eine Panzerbesatzung im Rahmen ihrer Kampagne auch Erfahrungspunkte sammeln kann, um so dann im Laufe der Kampagne halt besondere Eigenschaften sich freizuspielen. Weil ich finde, das ist ja sehr interessant, wenn man schon eine Kampagne spielt und Einheiten besonders heroische Taten in einem Spiel vollzogen haben, dass sie das dann auch mit entsprechenden Erfahrungspunkten gewürdigt bekommen. Auch andere Sonderfertigkeiten, die ich im normalen Tabletop-Spiel nicht so gewürdigt fand, zum Beispiel, dass Pioniere auch im Strategiemodus dann die Fähigkeit haben, Flüsse zu überqueren, das heißt, dass diese Einheit, die im normalen Tabletop-Spiel eine ganz normale Infanterieeinheit ist, nur dass sie einen Flammenwerfer auch im Platoon haben kann, dass diese Einheit auch auf der Strategiekarte einen besonderen Bonus erfährt. Und es gibt noch diverse andere Einheiten, die halt als Option zu wählen sind. Dass wenn man mal Einheiten hat, die man in einem normalen Spiel nicht hat, gibt einem dieser Strategiemodus nochmal die Option, den vielleicht doch nochmal sehr sinnvoll mit einfließen zu lassen. Finde ich, ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Idee. Das ist im Groben, ohne auf alle einzelnen Regeln einzugehen, die strategische Übersicht, die Hartmut geschrieben hat. Natürlich alles inoffiziell. Wenn ihr da Bock drauf habt, wenn euer Interesse geweckt ist, dann schaut doch gerne mal im Sidequest Store vorbei. Den Link findet ihr unten. Und lest euch das einfach mal durch. Und wenn es euch interessiert, würden wir uns freuen, wenn ihr da auf jeden Fall Spaß dran habt und vielleicht was in die Gruppe postet oder ähnliches. Insofern vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video.